Liebe Leute, Filmliebende und alle anderen, die sich für Filme interessieren da draußen, lasst uns doch heute mal über Kultfilme reden, die im Kino keiner sehen wollte, beziehungsweise die im Kino floppten und viel weniger einspielten, als sie gekostet haben und durchaus auch für Produktionsfirmen, Schauspieler und dem Ruf dahinter gefährlich werden konnten. Filme, bei denen man es sich im Nachhinein kaum vorstellen kann, weil sie absoluter Kult geworden sind. Dafür gibt es aber so viele und interessante Beispiele, dass ich für einen ersten Teil hier in dieser möglichen Videoreihe erst einmal sieben herausgegriffen habe, wo man, glaube ich, ganz gut versteht, wie faszinierend das sein kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit dem Film, der seit Jahren auf Platz 1 der IMDb 250 thront, und zwar Shawshank Redemption, im Deutschen Die Verurteilten. Nach Stephen King mit Tim Robbins und Morgan Freeman die Geschichte von Andy Dufresne, einem Banker, der seine Frau ermordet haben soll, der im Gefängnis landet und beteuert, dass er keine Schuld hat und trifft dabei eben auf andere Insassen, auf sexuelle Übergriffe, aber auch auf Freundschaft. Und Die Verurteilten ist ein riesengroßer Kultfilm. Auf IMDb über zwei oder knapp 2,2 Millionen Votes, die ihn zum besten Film aller Zeiten machen. Aber das war nicht immer so. Als der 1994 rauskam, startete er gerade mal in 33 Kinos in der ersten Woche, und erst nach 4 Wochen wurde Die Verurteilten im Kino etwas größer ausgespielt, in mehreren Kinos als nur diesen wenigen gezeigt, und schaffte es dennoch nur in den USA 25 Millionen Dollar einzuspielen und weltweit gerade einmal 86.000 Dollar, und das, obwohl er 28 Millionen gekostet hat. Exklusive Marketing, und wenn man immer betrachtet, dass er nur ein Teil der Kinoticketerlöse wieder zurück an die Studios geht, war das ein großes Minusgeschäft. Unter anderem musste aber Die Verurteilten gegen Pulp Fiction ran, gegen The River Wild und später auch noch gegen Forrest Gump, also starke Konkurrenz, und ein Film, der dann aber auf eine sehr interessante Art und Weise richtig erfolgreich wurde, denn Ted Turner kaufte 3 Jahre später, 1997, wenn die Produktionsfirma, ich glaube, Castle Rock Entertainment hieß, und damit auch die Rechte von Die Verurteilten, und zeigte auf seinem Sender TNT diesen Film nahezu täglich. Und so gab es eine riesen Fanbase nach und nach, und auch heute noch wird in den USA im Kabelfernsehen fast täglich irgendwo Die Verurteilten gespielt. Tim Robbins sagt selbst, dass auf der ganzen Welt, egal wo er hinkommt, die Leute sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Die Verurteilten, als er im Kino startete, war davon gar nicht so viel zu spüren. Aber ich selbst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, mein Vater ihn mir gezeigt hat, war das für mich ein filmischer Meilenstein. Und Die Verurteilten, ein riesen Kultfilm. So, wechseln wir rüber zum nächsten Film. Und zwar Der blutige Pfad Gottes, The Boondock Saints von 1999 mit Willem Dafoe, Sean Patrick Flannery und Norman Reedus. Ein Film, der sich mit der Russenmafia beschäftigt, die, ich glaube, in South Boston zum St. Patrick's Day beschließt, eine Bar zu überfallen. Aber dort sind Leute, die sich wehrhaft wehren. Darunter eben zwei Typen namens Connor und Murphy, denen dafür, dass sie sich gegen die Mafia wehren, Sympathien entgegenschlagen. Und die beschließen, hey, warum machen wir das nicht ein bisschen mehr? Und so legen sie sich mit der italienischen und mit der russischen Mafia an. Und das ist aber dabei ein Film, während ein Polizist ihnen auf den Spuren ist, der auf eine ganz eigene Art und Weise ermittelt. Und Willem Dafoe ist da großartig, der durchaus brutal ist. Nun, 1999 gab es auch das Columbine High School Shooting, und Filme dieser Art waren schwer vermarktbar zu jener Zeit. Und so hat zum Beispiel Der blutige Pfad Gottes, den ich großartig finde, der auch 2009 noch eine Fortsetzung bekam, damals 6 Millionen Dollar gekostet. Das ist nicht unbedingt teuer, aber der lief dann in den USA auch aufgrund dieser schweren Vermarktbarkeit nur in 5 Kinos und spielte 30.000 Dollar ein. Weltweit 411.000 Dollar und damit nicht einmal ein Zehntel seines Budgets. Durchaus ein sogenannter Box-Office-Bomb an dieser Stelle, aber hier zeigte sich zum anderen, wie groß der Heimkinomarkt sein kann und was für eine mächtige Fanbase das sein kann, denn dieser Film wurde auf DVD so oft verkauft, dass er relativ fix 50 Millionen Dollar im Heimkinobereich einspielte und da seine massive Fanbase aufbauen konnte. Der blutige Pfad Gottes, heutzutage Kult, für zumindest relativ viele und große Kreise, und damit ein weiteres Beispiel in diesem Ranking. Wechseln wir zum nächsten Film, und den kennt wahrscheinlich jeder. Die Rede ist von David Finchers Fight Club. Wenn man heutzutage an Fight Club denkt oder irgendjemand von Regeln spricht, dann gibt es genug Leute, die Filme, die denken, die erste Regel des Fight Club lautet, und das wird auch immer wieder mal filmisch, auch in Serien wie Simpsons oder anderen, aufgegriffen. Und diese Geschichte mit Brad Pitt, mit Edward Norton, mit Helena Bonham Carter, auch mit einem ganz jungen Jared Leto unter anderem damals, ist eben in einer Welt zwischen Konsum, Wahnsinn, System, Wut, Tyler Durden, das, wenn man heutzutage an Seife denkt und wie sie hergestellt werden könnte, hat jemand, der Fight Club liebt und mag, immer auch ganz eigene Bilder im Kopf. Und auch wenn man ins Kino geht und einen Brennpunkt oben in der Leinwand sieht, dann denkt man daran, was Tyler Durden in seinem Nebenjob gerne gemacht hat. Auch
Sauerkraut hat manchmal ein gewisses Geschmäckle, wenn man Fight Club gesehen hat. Kurzum, dass der Film Kult ist, darüber muss man gar nicht wirklich diskutieren. 1999 ganz anders. $63 Millionen hat der Film damals gekostet und ist durchaus brutal. Und wir haben ja gerade geredet, dass das teilweise schwer zu vermarkten war in diesem Jahr. Nur 20th Century Fox war generell relativ überfordert damit, wie man diese Thematik von Konsumkritik und gegen das System in einen Trailer packt und haben mehr auf die Kampfsequenzen und auf einen Brad Pitt oben ohne gesetzt. Und das hat natürlich ein ganz falsches Bild vermittelt, sodass Kinogänger, die ins Kino gingen, dachten, okay, was habe ich jetzt hier bekommen, sich das, was ich erwartet habe, und die so einen Film wahrscheinlich lieben, einfach mit dem Trailer bzw. der Vermarktung nicht richtig angesprochen wurden. Kurzum, der Film hat nur $37 Millionen weltweit eingespielt. Bei Kosten von 63 Millionen definitiv ein Film, der abgestraft wurde im Kino. Aber wieder kommt das Heimkino daher mit $100 Millionen, die man allein dort auf DVD eingenommen hat. Und da muss man sagen, interessant, zu welchem Punkt Filme dann nicht nur Kult werden, sondern auch höchst rentabel werden können. Von Fight Club geht es weiter zu Waterworld von 1995. Ein Film, der in Deutschland relativ beliebt war. 3 Millionen Kinobesucher, lief ganz oft im Free-TV und viele fanden ihn richtig cool. Als er rauskam, war er aber eher so ein bisschen umstritten. Ein Film, der damals der teuerste Film seiner Zeit war. $172 Millionen hat er gekostet in der Produktion. Mit Marketing gibt es so Gerüchte zwischen 235 bis hin zu $300 Millionen, die dieser Film gekostet haben soll. Mitte der 90er Jahre ein absurdes Budget. Die Produktionsbedingungen waren äußerst schwer, aber erst einmal, worum ging es? Kevin Costner, Dennis Hopper unter anderem in einem Film, der in der Zukunft spielt, in der die Polkappen abgeschmolzen sind. Damit entstehen Wassermassen, die Kontinente sind überflutet und ein Mann mittendrin, der wie ein Mutant im Wasser atmen kann, flieht mit einer Frau und dem zugehörigen Kind, und das ist eine Sage bzw. die Suche nach einem Ort, der trocken ist. Eine Art Mad Max auf dem Wasser, man sucht nach Dryland. Das ist so ein bisschen die Geschichte in Waterworld, und dieser Film war unglaublich teuer. Hat zwar $264 Millionen weltweit eingespielt, was jetzt erstmal heißt, dass schon relativ viele Leute ins Kino gegangen sind. In den USA lief er aber bedeutend schlechter als weltweit, konnte damit aber trotzdem nicht die Produktionskosten decken. Und dieser Film ist deswegen vielleicht immer wieder auch in dieser Kategorie mitgelistet, weil er einfach sehr viele Probleme mit sich brachte. Das riesige Set, was freistehend im Ozean war, wurde durch einen Hurricane so stark angegriffen, dass viel nachgebaut werden musste. Es musste viel nachgedreht werden. Ursprünglich lagen die Produktionskosten mal bei $100 Millionen. Dass sie dann mehr als 70% in die Höhe schießen, hatte viele Probleme. Es soll viele Extrawünsche von Kevin Costner gegeben haben. Der hat sich sogar mit seinem eigenen Regisseur und Kumpel überworfen, weil der eine 3-Stunden-Fassung von diesem Film letztendlich zusammengeschnitten hatte und nicht runterschneiden wollte, was Universal Pictures nicht unbedingt schmeckte, weil mit einem 3-Stunden-Film kannst du eine Abendvorstellung im Kino, die wichtigste und ausverkaufteste ist, nur eine Runde laufen lassen. Einfach zu lang, um dann Geld zu machen bei diesen Kosten. Und dadurch, dass man hier eben so ein Set gewählt hat, wie auch Titanic später, 2 Jahre später, diesen Film gedreht hat, wurde nachher am Ende auch immer wieder mal gerne Waterworld als Fishtar nach dem anderen Box-Office-Bomb Ishtar benannt oder als Kevin's Gate. Und Kevin Costner galt mehr oder weniger als Kassengift für lange Zeit nach Waterworld. Aber auch hier hat das Heimkino vieles rausgerissen. Der Film wurde definitiv Kult in seinem Genre und ist eben einer geworden, der durchaus seine Kosten wieder einspielen konnte. Aber damals eine absolute Rekordsumme, die man auf den Tisch gelegt hat, und auch eine Rekordüberziehung von dem eigentlichen Budget. Waterworld, eben so eine Box-Office-Bomb, wo man sagen kann, Kult geworden, aber hätte auch fast richtig dolle schief gehen können. Nach Waterworld reden wir über einen Film, der als einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten gilt. Die Rede ist von Ridley Scotts Blade Runner von 1982. Wir erinnern uns, die Fortsetzung Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve liegt noch gar nicht so lange her, 2017, aber lange Zeit hier zwischen Original und Fortsetzung, und Blade Runner ist absoluter Kult. Wird oft zitiert, aber damals, als er rauskam, sah es alles andere als gut aus rund um Harrison Ford, der hier einen Blade Runner namens Deckard spielt und sich auf die Jagd nach Replikanten begibt, die den Aufstand proben in einem verregneten Los Angeles. Damals spielte die Handlung 2019, denn Blade Runner kostete $28 Millionen, spielte in den USA aber nur 8,6 Millionen ein, weltweit 41 Millionen, was durchaus kritisch ist. Das Problem ist, das Umfeld war auch schwierig. Unter anderem musste der Film sich gegen The Thing durchsetzen, ein Film, der selbst Teil dieser Kategorie und Videoreihe sein wird, in einem weiteren Teil. Aber auch E.T., der stärkste Film des Jahres war, startete in unmittelbarem Umfeld, was sehr gefährlich ist und für Blade Runner eben dann nicht funktionierte. Dass der Film nachher eine große Fanbase aufbauen konnte, liegt unter anderem auch an einer interessanten Marketingstrategie, weil in diesem Zuge sogenannte Director's Cuts oder Final Cuts im Heimkino auf VHS und später als DVD das erste Mal rauskam. Eben ein Phänomen in den 80ern und später
90er Jahren, die ihm zeigen, wie rentabel der heimische Fernseher sein kann für große Produktionen, die im Kino nicht so funktionieren, wie man dachte. Blade Runner, damals ein Flop, aber hat nun mal die Probe der Zeit überstanden und heute definitiv top. Wechseln wir von Science Fiction zu einem Film rüber, der seinerzeit ganz skurril war, heute noch ist, dadurch vor allem aber kultig wurde und jeder kennt den Dude, oder nicht? Jeff Bridges in The Big Lebowski. Die Coen-Brüder brachten diesen Film 1998 in die Kinos und die Coen-Brüder stehen ja immer für eine gewisse Star-Versammlung im Cast. Manchmal eine recht wirre Story und nicht immer unbedingt für sehr vermarktbare oder einfach vermarktbare Stoffe. Das ist auch bei The Big Lebowski mit Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi und John Turturro passiert. Die Geschichte rund um einen Hippie, der Bowling mag, sich durch eine Verwechslung mit einem Millionär die Bekanntschaft geben muss mit Kriminellen und hat einen voll urinierten Teppich, den er gerne wieder ordentlich zurückhaben wollte. Daraus resultierend gibt es aber ein Abenteuer. Big Lebowski ist Kult, ist verpeilt, ist cool und die Einkaufsszene von, ich glaube, Milch am Anfang, da weiß man sofort, in welchem Film man reinsteckt. Der Film hat damals aber nur 46 Millionen Dollar eingespielt, hat zwar auch nur 15 Millionen gekostet, ist damit zwar in einer leicht rentablen Zone, aber wenn man nachbetrachtet, wie kultig er geworden ist, eigentlich kaum verständlich. Deswegen im Kino vielleicht nicht von keinem gesehen, aber doch von sehr wenigen. Als er damals rauskam, startete er in den USA beispielsweise nur auf Platz 6 in der Startwoche. Würde man heute rückwirkend in der Retrospektive so gar nicht erwarten. Aber was für den Film auch schwer erwartbar war, er ist nur oder eigentlich schon 2 Monate nach einem anderen großen Film gestartet und selten haben Filme einen solchen Sog, dass sie so lange sich auswirken auf den gesamten Kinomarkt. Die Rede ist aber von James Camerons Titanic, ein Film, dessen Song dazu monatelang Platz 1 in den Charts war, der Film, der andauernd Platz 1 überall war und damals auch der erfolgreichste Film aller Zeiten werden sollte, bis James Cameron selbst 2009 diesen Thron noch einmal etwas höher erklimmte mit Avatar. Und in diesem Sog nun mal war The Big Lebowski, ein Film, der sich auch hier auf Heimkino verlassen musste, durch die Art und Weise, wie dieser Film konzipiert ist und man ihn 10, 20, 30 Mal sehen kann, ohne sich zu langweilen, einfach viele Zitate förderte. Unter anderem gibt es auch das jährliche Lebowski-Fest. Tja, wieder ein Beispiel von einem Film, wo man denkt, echt, der hat im Kino nicht funktioniert. Und schließen wir dieses Video und Teil 1 von Kultfilmen, die im Kino kaum einer sehen wollte, ab mit einem Streifen, den ich richtig stark finde. Die Rede ist von Warrior von 2011 mit Joel Edgerton, mit Tom Hardy. Dieser Streifen erzählt die Geschichte von 2 Brüdern. Der eine von der Armee, der andere ist Lehrer und beide versuchen Geld zu verdienen mit Mixed Martial Arts Käfigkämpfen. Höchst brutal, beide haben einen Vater, der ein Alkoholproblem hat und irgendwo zwischen sehr dramatischer Familiengeschichte und 2 Brüdern und richtig hart choreografierten Kämpfen steht ein Film, der, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich in meinem Wohnzimmer aufstehen wollte und applaudieren wollte, weil ich ihn so großartig fand und nicht fassen konnte, dass ich ihn nicht auf der großen Leinwand sehen konnte. Warrior von 2011 hatte es im Marketing schwer. Wenn man Analysen von damals mal im Marketingbereich betrachtet und anschaut, wurde dieser Film ähnlich wie Drive damals getargetet in einer Zielgruppe, die relativ jung und relativ männlich ist. Sie gilt als die Zielgruppe, die am schwierigsten ist, von der Couch wegzubewegen, hinein in den Kinosaal. Nur waren diese Filme und vor allem auch Warrior zu brutal, um das Arthouse-Publikum zu bekommen, aber irgendwie auch nicht mainstreamig genug, um auf der großen Leinwand alle so einfach überzeugen zu können. Warum? Kann man kaum verstehen, weil inzwischen ist Warrior auf Platz 157 der IMDb Top 250 Filme aller Zeiten mit 415.000 Votes. Den haben also eine ganze Menge Leute gesehen und der hat sich nach und nach hochgeklettert auf eben einen Bekanntheitsgrad, wo man sagen muss, der ist Kult geworden auf seine eigene Art und Weise. Und sollte man Warrior nicht gesehen haben, kann ich nur sagen, tut das bitte unbedingt, weil dieser Film ist einfach so stark und hat es so in sich. Damals hat er 25 Millionen Dollar gekostet, nur 23 Millionen eingespielt, aber ganz sicher im Heimkino einiges drauflegen können, gilt damit als rentabel und ist hiermit der kleine Abschluss dieser ersten 7 Filme zu Kultfilmen, die im Kino kaum einer sehen wollte, beziehungsweise die im Kino floppten. Ich mag die Idee eigentlich, weil man zu den einzelnen Sachen nochmal so viel mehr an Hintergrundinformationen bekommt und ich finde es spannend zu lesen, ob ihr diese Art Videos interessant findet. Vielleicht mal ein bisschen was anderes zur Abwechslung. Ich mache es auf jeden Fall gerne, bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt natürlich auch noch weitere Beispiele bringen. Ich weiß, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Ich habe schon fleißig gescriptet und rausgearbeitet, aber ich dachte mir, das sind verdaubare Häppchen und so kommt nach und nach ein bisschen mehr. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino oder in manchen Fällen spätestens im Heimkino.